Unboxing von NoFX Punk in Droplik veröffentlicht auf dem Label Epitaph und dieses Jahr erschienen in der Olive Clear Galaxy Vinyl Edition. Leider in dieser Variante bereits vergriffen. Ich habe das Ganze bestellt bei Kings Road Merch. Ich habe euch mal den Link zu Discogs für diese Platte reingestellt, dass ihr euch das von der Seite aus nochmal anschauen könnt. Ich habe diese Platte in den 90ern, als sie rausgekommen ist, nämlich 1994, rauf und runter gehört. Und das war eine dieser nostalgischen Jugendplatten, die einfach in meine Sammlung mussten. Ja, dann fand ich es noch ganz cool, dass es so ein paar Besonderheiten hier noch mit in der Verpackung gab. Goodies, wie man hier sehen kann. Merch aller Art, zum Beispiel auch diesen kostenlosen Stoffbeutel von Epitaph, was ich sehr schick finde. Einfach mal so oben drauf gelegt. Macht auch nicht jeder. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Version oder auch das Video darüber. Lasst doch gerne mal ein Like da, wenn das eine oder das andere zutrifft. Außerdem freue ich mich natürlich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und gerade ganz zufällig hier gelandet seid, wenn ihr noch schnell euch die Zeit nimmt, auf Abonnieren zu klicken, denn es gibt bei mir regelmäßig Unboxings dieser Art zu genießen oder neue Infos zu unseren Clubhouse Talks, die ihr auch in der Verlinkung findet. Ansonsten heißt es Glocke aktivieren, nichts verpassen und wir sehen uns gerne zum nächsten Mal. Lasst doch noch einen letzten Kommentar da. Welche Version von NoFX gefällt euch eigentlich am besten? Denn es wurden ja innerhalb kürzester Zeit sehr viele verschiedene rausgebracht. Würde mich mal interessieren. Für mich war es klar diese, aber vielleicht ist es ja bei euch anders. Also, wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Ciao!